Moin Moin, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet zur letzten Folge im Adventskalender hier auf meinem Kanal. Heute frohe Weihnachten natürlich allen. Ich denke, die vierte Kerze könnt ihr heute anmachen. Lasst es euch gut gehen, lasst euch schön beschenken. Kreise der Familie oder auch alleine, jeden so, wie er gerne feiern möchte. Auf jeden Fall ein paar schöne Stunden. Heute die letzte Folge, das letzte Spiel im Adventskalender. Und dann kann natürlich auch die Abstimmung beginnen. Santa Claus in Trouble. Passend natürlich zu Weihnachten spielen wir heute ein weihnachtliches Spiel aus dem Jahr 2002. Wahnsinn, ist also auch schon ein paar Jahre her, aber scheint glaube ich noch ein ganz lustiges Jump'n'Run zu spielen für Weihnachten, ganz passend. Wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel, sehen hier die Zeit läuft. Wir müssen mit Santa, also Santa's in Trouble, in Schwierigkeiten, wir helfen ihm dabei, irgendwie Pakete zu sammeln. Haben wir schon mal schön weihnachtlich hier ein bisschen mehr Grafik auch als andere Jump'n'Runs, aber komm, die wir bisher gespielt haben. So, wie kann ich springen? Mit linker Maustaste. So, das ist schon mal easy hier. Hier sind überall Pfeile, damit es auch schön einfach ist. Da rushen wir jetzt einfach mal durch. Santa Claus in Trouble Rush. Ja, mal gucken, bis wir hier auch an schwierigere Stellen kommen. Das kennen wir ja, dann verzweifle ich wahrscheinlich wieder. Mal gucken. Ansonsten natürlich auch, wie eingangs schon erwähnt, allen Leuten frohe Weihnachten. Danke, dass ihr der Adventsserie soweit treu wart. Und hoffe, einige haben Bock schon, endlich abzustimmen, was denn im nächsten Jahr hier gespielt wird auf meinem Kanal. Und deswegen, die Abstimmung wird jetzt auch im Laufe des Vormittags, so, das ist hier so ein Checkpoint, wird dann auch im Laufe des Vormittags freigeschaltet sein. Vielleicht schon direkt nach der Aufnahme hier. Ich muss mal gucken, wie früh ich Weihnachten morgen aufstehe. So, Jump, Jump, Jump and Run. So, hier, aber hier gibt es bestimmt noch ein Paket dahinter. Wir haben ja Zeit, ne? Wir sind auch hier. Guck mal, da hinten ist irgendwas Tolles. Also, es ist wie gesagt kein Spiel von heute gerade. Das ist ein bisschen älter. Aber. Ich wollte gerade sagen. Habe ich leider nicht geschafft. War das da irgendwie ein Leben, was man da hinten kriegen konnte? Ich kann aber auch nicht doppeljumpen oder so, ne? Ups, jetzt geht es schon wieder los hier. Ja, letztes Mal Weihnachtsmusik, Leute. Genießt die Zeit. In Zukunft natürlich wieder Let's Plays ohne Weihnachtsmusik. Ich versuche das aber nochmal, oder? Wenn wir tot gehen, fange ich halt nochmal von vorne an. Das sieht aber so ein bisschen aus, entweder es ist ein super Bonus oder es ist einfach noch ein Leben oder sowas. Ah, guck, geht doch. Ja, es war ein Leben. War natürlich ein bisschen blöd, dass wir vorher eins verloren haben. Also so ein Plus-Minus-Null-Spiel hier. So, zack. Jump und Jump. Also wir holen die ganzen Pakete hier ab. Die natürlich dann Santa Claus an Weihnachten verteilt. So, nicht übermütig werden. Ich kann auch mit der Maus steuern. Ich muss eigentlich nur mit der... Das, okay. Also mit Sicherheit... Da wäre ich auch schon wieder fast gescheitert. So, 41 Pakete haben wir. Wir müssen ein bisschen beeilen vielleicht. Hier gibt es immer so eine kleine Abzweigung, links, rechts, um da wahrscheinlich immer noch so diese Pakete zu sammeln. Ich glaube, wir müssen nicht zwingend immer 80 Pakete sammeln. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei anderen Jump'n'Run. Gibt vielleicht Bonuspunkte, vielleicht kriegt man auch noch ein extra Level. Oder man ja, schließt einfach mit Gold ab, mit 100%, wie auch immer. So, da oben nochmal hin. Ups, fast ein bisschen früh abgesprungen. Und hier die bewegenden Plattformen. Also da sehen wir schon in Level 1. Ups. Einfach warten, oder? Einfach warten wäre es gewesen. Ich kann auch nicht schneller rennen oder so. So irgendwie so ein. Er kann tatsächlich nur so in seinem entspannten Gang latschen. So, ich warte jetzt. Noch 3 Minuten. Oh nein! Das gibt's ja nicht. Ich und Jump ins Wands, ne? Das ist aber auch eine komische Steuerung hier. Da schieben wir jetzt einfach mal auf die Steuerung. Nicht auf mein Unvermögen. Mensch, Mensch, Mensch. So, wartet der denn, bis wir... Ja, guck mal, dann können wir auch einfach rüberlaufen. Ich springe hier immer ganz panikmäßig. Klar, die Dinger hier sind kleiner. Aber wenn man sich ein bisschen anstellt, ist es eigentlich auch nicht so wild. So, habe ich das Paket nicht gekriegt hier oben. So, wir haben noch 2 Minuten. Ist da das Ziel? Oh, da ist das Ziel.
So. Happy Santa, fröhliche Weihnachten. Ich denke, das war nicht so gut. Game over, Gesamtpunkte 0, weiterspielen. Oh nein, ich fange wieder von vorne an. Das war's mit dem Let's Play, ne? Nein, Leute. Ich weiß nicht, soll ich tatsächlich die ganzen Pakete mal einsammeln, aber ja, ist ja Weihnachten, ne? Weihnachten wollen wir die Pakete einsammeln. Geschenke hier, alle so schön verpackt, alle schön gleichmäßig eingepackt. Zack, zack. So, hier noch. Hier noch. Dann machen wir hier gleich weiter. Hier noch. Es war auch echt anstrengend, dieses Teil, dieses Spiel irgendwie ordentlich aufzunehmen, Fenstermodus. Ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen. Weil es ist, wie gesagt, 15 Jahre alter Spiel und dafür eigentlich nicht ausgelegt, dass man irgendwas im Fenster hat. Und generell noch vor 15 Jahren noch keine Spiele aufgenommen. Es gibt auch schon neuere Teile davon, ne? Aber ich dachte, naja, komm. Nehmen wir den ersten. Bisschen oldschool. Ein bisschen Retro. Passt ja noch zum Thema hier. Zwischendurch mal ältere Spiele. Command & Conquer. Mad TV Remake. Da sind ja doch so ein paar alte Klassiker dabei. Also finde ich, passt dieses Spiel auch noch ganz gut da rein in die Jahre. Ist ja auch fast ähnlich alt. Dann findet sich irgendwo in der Mitte von den anderen beiden. Ja, dann gibt es nachher nochmal ein kleines Video, wie die Abstimmung funktioniert. Ups, will ich eigentlich auch gleichzeitig. Na, guck mal, jetzt haben wir auch das vierte Leben gekriegt. Will ich eigentlich auch versuchen, gleichzeitig mit diesem Video zu veröffentlichen. Nämlich die Abstimmung auf der Homepage soll ja freigeschaltet sein. Ihr habt die Möglichkeit, für maximal 3 Spiele abzustimmen. Mindestens 1. Und erkläre ich dann aber auch nochmal im Abstimmungsvideo. YouTube-Namen eingeben und an der Abstimmung teilnehmen. So, wer denn Bock hat. Also, weiterhin hier ziehen wir mal geradeaus durch. Macht natürlich Sinn, wo wir sowieso in die Richtung laufen. Hier sind noch richtig viele Pakete. So, jetzt zurück. Da hinten gibt es auch noch eine Menge Pakete. Die holen wir uns natürlich auch. So, ich sag mal lieber nichts, ne? Bisher läuft es ja deutlich besser als im ersten Run. Wir haben jetzt 4 Leben, noch keins verloren. Und jetzt geht es hier schon weiter. Wir sind auch viel besser in der Zeit, logischerweise. So, jetzt werden die Penibbel hier, die Poller, wie auch immer, wieder ein bisschen kleiner. Da müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger springen. Oh nein, wieder abgerutscht. Ärgerlich. Zweiten Sprung hätte ich mir einfach sparen sollen. Gott, kann doch nicht so schwer sein, oder? Ja, Grafik, ne? Ist 15 Jahre alt, das Spiel, Leute. Das bitte immer bedenken. Und die Ränder hier sind, ups, rutschig. So, da haben wir wieder einen Checkpoint. Ich bin ja, glaube ich, erst rechts abbiegen sollen, ne? Aber das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Ich denke, wir gehen gleich hier weiter. Versuche jetzt hier hoch zu springen. Ich wollte ja nochmal gucken, was noch so für Levels kommen. Und ich weiß nicht, ob wir wie viele Bonuspunkte wir kriegen oder ob wir nachher wieder zurücklaufen müssen, wenn wir nicht alle Geschenke gesammelt haben. Ja auch nicht, dass wir extra... Ah, hier, ne? Potz. Und Jump. Level geschafft. Geschenke, verbleibende Zeit, Punkte, Gesamtpunkte. Okay, das gibt Punkte, je nachdem. Also so ein Multiplikator. Und gibt eine Highscore, eine Bestenliste. 197 mal 2, also 1000 Punkte haben wir schon mal gemacht. Plus die 7, ja, genau, 1094 Punkte. Direkt weiter mit Level 2. So. Also, das ist hier Santa and Trouble schon mal ein bisschen mehr als Happy Santa. Meiner Meinung nach. Ah, hier ist auch noch ein Geschenk versteckt. Also, wenn wir viele Punkte sammeln wollen, dann müssen wir alle Geschenke einsammeln. Wobei uns geht es ja eigentlich eher so ein bisschen auch darum, einzelne Levels hier zu zeigen. Was ist er denn für einer? Die sehen ja nicht so nett aus. Wenn ich dagegen springe, gehe ich wahrscheinlich tot, ne? Sind solche Gegner, glaube ich, denen man ausweichen muss. Die sind jetzt aber auch nicht so, dass sie mir hinterherlaufen, sondern die laufen hier fest programmierte
Wege. Das ist keine KI in dem Sinne. So, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wer kriegt auch so viele Geschenke? Sechsten. Ups. Ah, hier ist rutschig, ist Eis. Guck mal, das erste Stück haben wir geschafft. Das war schon knapp ein Drittel vom Level scheinbar. Also Eis ist rutschig. Wissen wir es auch schon mal. So, ja, das ist immer so ein Ding, ne? Macht man jetzt, versucht man alle Geschenke zu sammeln oder versucht man lieber auf Zeit zu gehen? Weil man hier so wie wir jetzt gerade für ein Geschenk zu lange braucht. Hä? Aber kann ich doch auf die springen. Ich will das aber eigentlich testen. Ich glaube, muss ich, ne? Dass man von denen. Nee. Ich dachte, ich wollte es mal testen. Okay, Leute, wissen wir das. Haben wir wieder was gelernt. Auf die können wir nicht drauf. So, lustiges kleines Jump'n'Run. Dann lassen wir eben dieses eine Paket da. Ist auch egal. So, da einmal zwischen den Jungs. Dann geht's hier rüber auf die Eisfläche. Ups. Ah. Oh nein. Das ist, ups. Das ist aber echt glitschig. So. Da sehen wir schon, da hinten ist irgendwo das Ziel. Zack, zack. Da wieder ein Checkpoint. Und ich nehme es jetzt auch nicht so genau mit den Paketen hier, ne? Wo geht's denn hier weiter? Einfach fallen lassen. Wenn wir das nochmal machen, weil wir schnell sein wollen hier. Dann geht es hier wieder rauf. Oh, da habe ich Glück gehabt, da wäre ich sonst auch zwischengelaufen. Und das Ganze nochmal. So, hier rüber Sander. Hier wieder ein bisschen Stütze fahren. Das ging noch gut. Und schon haben wir Level 2 geschafft. Wir haben noch 2 Leben. Wir müssen eigentlich mal irgendwie ein paar neue Leben irgendwo einsammeln. So, Punkte. 1480 für die Geschenke. 956 für unsere super gute Zeit. Heißt, wir kriegen 2400 auf einen Sofahren. Dann 3530 Points. Hier sind schon 99 Geschenke versteckt. Wobei versteckt ist eigentlich übertrieben, oder? Hier sind 99 Geschenke zu finden. Dann ching, ching. Ja, wer von euch wird die Weihnachtsmusik vermissen? Zack. Wer freut sich, dass es in Zukunft wieder Let's Plays gibt ohne Weihnachtsmusik? Ach, das ist wieder so ein Paket, was man irgendwie nicht richtig kriegen kann. Also kann man bestimmt, aber das ist dann so Millimeterarbeit, wo man genau abspringt. Die Leute sehen auch komisch aus, ne? Da sind wir echt in Trouble hier. So. Easy. Ja, kein Problem für uns. Wie so schön ist, dass wir uns nicht hinterherlaufen. So, was ist jetzt hier? Hier müssen wir wieder so einen schönen gekonnten Sprung hinlegen. Und dann nehmen wir möglichst viele mit. Oh, hier einmal schnell rüber. Dann hier rüber. Und dann wollen wir keine Zeit verlieren. Knapp, aber reicht. Das war das erste Mal brenzlig hier, ne? Ups. Da komme ich auch wieder nicht hin. Oh, danach sind mir zu viele. Was ist jetzt hier denn los? Feuer? Habe ich noch irgendwie einen Special Move oder kann ich da einfach rüberspringen? Ich glaube, da muss ich einfach rüberspringen. Ja, aber doppelt kann ich ja nicht springen. Oh, jetzt bin ich dagegen gekommen, Leute. Oder gibt es doch noch irgendwie irgendeine Taste? Oh. Ich müsste eigentlich nochmal in die Einstellung reingucken, ob es da irgendwie eine Steuerungsbeschreibung gibt. Und irgendwie ein Double-Jump hat. Das Blöde ist ja immer, dass man sofort ein Leben verliert. Und ich habe gar keins mehr hab danach. Weiterspielen, zurück. Weiterspielen. Ich habe keine Option in diesem Spiel. Oh Gott. Oh nee, jetzt bin ich hinten gegen gekommen. Bitte Namen eingeben. Fett. Ergebnis senden. Ja genau, wollen wir unbedingt online senden.
Okay, ich kann aber weitermachen mit Level 3. Ich muss jetzt nicht bei Level 1 wieder anfangen. Trotzdem interessieren, ob es irgendwie noch eine Möglichkeit. Ich glaube ja, ne? Ja, also wir können so einen Doppelsprung machen, dann springt er weiter. Ich glaube, das geht dann wahrscheinlich von hier auch. Ja, dann springt er weiter und höher. Gut. Das ist mir gerade eben nicht so richtig aufgefallen. Sorry. Fangen wir sie ja von Null an bei unseren Punkten. Wahrscheinlich schon. So, 99 Pakete gilt es auch jetzt wieder einzusammeln. Zack, 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 zack. Bing, 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 bing. So, ups. Ja, guck, da klappt es auch schon viel besser mit unserem Doppelsprung. Happy Santa, hätte es auch gleich machen können. Er ist nicht Happy Santa, aber. Schon ist alles viel einfacher. Oh, hier ist auch noch einer versteckt. So, hier auch. Den noch schnell und dann sind wir auch schon hier weg. Lassen wir uns nicht weiter davon aufhalten. Jetzt kommen wir da auch rüber. Glaube ich zumindest. So, Santa. Jo. Auch sehr gut. So, da ist wieder ein extra Leben und da geht es aber zum Ziel. Wir nehmen natürlich hier den schwierigen Weg. Kann man nix. Erstmal gibt es ja noch eine Menge Pakete. So, hier wieder runter. Hier hin. Die Pakete noch eingesammelt und dann haben wir alle, ne? Haben wir, ne, eins ist da noch. Ein bisschen aufpassen, das wäre richtig dämlich, wenn wir jetzt hier wieder ein Leben verlieren. Das geht nicht. So, hier weiter, hier hoch. Hier noch weiter, hier noch weiter, hier noch weiter. So, was gibt's hier noch? Die letzten, mal gucken, haben wir alle Pakete heute gefunden? Das wäre es natürlich mal, ne? Das wäre mal nicht schlecht. Das war mal richtig knapp. Ne, ich bin ja das eine Mal falsch abgewogen, oder? Alter, Doppelsprung, sei Dank. Ich hole mir den noch schnell. Dann machen wir ein bisschen Schlittschuh laufen hier. Yay, yeah, walking, moving. Ja, Moonwalk auf Eis. Das hasse ich aber, ne? Wenn man es noch wieder korrigieren muss. Na, das ist eine ganz neue Schwierigkeit hier. Da müssen wir zeitig losspringen, damit wir uns treffen. So. Das grenzt ja schon an. Megasprünge hier. Das ist ja schon wieder heftigst. Oh oh. Über den müssen wir rüberspringen. Da müssen wir unter durch. Da müssen wir schnell weg. Da müssen wir unter durch. Ich. Boah, das war auch knapp. Oh nein. Oh, das war auch knapp. Wir haben es geschafft. Bloß nicht noch verirren lassen. Ja, Level geschafft. Sehr schön. Wieder ein Level geschafft. So, ganz gute Punkte. Weiter, ne? Level 4. Das zeigen wir auch noch. So, hier gibt es schon das erste Startpaket. Hier gibt es ein Paket. Gucken, ob da noch mehr Schwierigkeitsgrad hinzukommt als der gerade eben. Das war ja schon echt tatsächlich Action. So. Hier lassen wir uns ja gar nicht mehr beirren durch diese tolle Doppelsprungtechnik. Kann man auch ein bisschen mehr wagen. So, zack, 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 zack. Erster Checkpoint. Hier sind noch ein paar Pakete versteckt. Also man kriegt, glaube ich, mehr Paketbonus als Zeitbonus, ne? Und vor allem hier ist noch ein Leben. Ha. 5 haben wir jetzt schon. Mensch, Santa Claus ist gar nicht in Trouble. Das ist fast. Muss auch langsam hier auch zu Happy Santa werden. So gut wie wir sind. So, einfach runterlatschen. Hier ist schon wieder so ein. Ups. Das war ja schon wieder fast ein bisschen größenwahnsinnig. Hier ist auch noch eine Abbiegespur.
Den habe ich zuerst gar nicht gesehen. Breitmaul. Wer kennt Breitmaulfrosch? Das muss Breitmaulfrosch sein. So, weiter geht's. Zack. Oh. Na, fahr mal los. Oh, oh nein, da bin ich einmal zu blöd abgesprungen. Sorry, peinlich, mal wieder. Dum, 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 dum. Ach, wie schön, wie schön, wie schön. Heute ist Weihnachten, es gibt Geschenke. Wer freut sich auf seine Geschenke? Wer hat noch einen Wunschzettel geschrieben? Könnt ihr mal in die Kommentare da reinschreiben, wenn ihr Bock habt. So, was geht's hier weiter? Hier müssen wir hoch. Hier hoch. Und da sind ja wahnsinnig viele Gegner. Und gut, da gab es gerade einen Checkpoint vorher. Aber da kann man ganz entspannt mitlaufen. Gib mir die Pakete. Ach komm, lassen wir das eine Paket da. So, müssen wir hier hoch. Dann geht's hier weiter. Oh, den habe ich nicht gesehen. Oh, Glück gehabt. Dass wir da noch wieder auf der Kante hängen geblieben sind. Richtig Glück gehabt. So, dann geht's hier einmal hoch, da einmal rüber. Springen wir wieder zurück. Und mit einem doppelten, entspannten Sprung geht es hier weiter. So, wieder Checkpoint. Rechts gibt es ein paar Pakete. Die holen wir uns schnell. Was ist das denn? Sollen wir es testen? Das sieht irgendwie komisch aus hier. Ich glaube, damit können wir noch weiter springen, oder? Oh, oh, hätten wir es nicht testen sollen, aber zum Glück war da gerade ein Checkpoint, ne? Sollen wir es nochmal testen? Was ist denn das? Oh, also irgendwie werden wir da hochgedroppt. Aber ich weiß nicht genau wie, ich gehe lieber erstmal hier weiter. Das kommt bestimmt gleich nochmal irgendwann, wo es darum geht, damit weiterzukommen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt testen. So, Pakete. Ach, hätte ich springen müssen. Das war natürlich blöd. Habe ich jetzt natürlich nicht. So, hier. Dann sind wir schon am Ende. 7 Pakete haben wir nicht gefunden. Aber nicht schlecht immerhin. 4500 Punkte. Also direkt weiter in Level 5. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Levels hier gibt. Ob wir jetzt schon die Hälfte vom Spiel durch haben. Ob wir kurz vorm Ende sind. Ob das noch der Anfang ist. Oh. Die Dinger verschwinden. Ja, wir merken schon, die haben auch einige hier, ups, Möglichkeiten der Jump'n'Runs hier eingebaut. Sei es jetzt hier gleich wieder mit diesen Feuerstellen, jetzt mit diesen gerade eben sich nach unten senkenden Dingern. So. Hier ist auch gefährlich, ne? Und hier, glaube ich, gab es doch auch noch irgendwas. Ist da wieder ein Leben vielleicht versteckt? Oder einfach nur... Oh, nee. Abgerutscht. Leute, wir haben nur noch ein Leben. Das wird langsam eng. Und hier wird es auch eng hochzukommen. Zack. So, gerade noch geschafft. Letztes Leben, also keine Experimente mehr. Wir versuchen jetzt möglichst durchzukommen. Aber da hinten gibt es ein neues Leben. Also wir müssen da. Wir müssen da rüber. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht irgendwo abrutschen. Boah. Schnell wieder weg. Das war ja ein fieser Trick. Der auch, ne? Die glatten Flächen sind einfach Eis, man glitscht. So, weiter geht's. Wir haben überlebt und wir haben ein Leben wieder. Dann können wir ja wieder ein bisschen walking, walking, walking. So, in die Richtung. Mit Doppelsprung übers Feuer. Hier sind wir diese senkenden Dinger. Da müssen wir uns wieder ein bisschen beeilen. Da kann man nicht lange drauf rumstehen. Und hier haben wir wieder einen Checkpoint, sehr gut. Check.
hier glitscht das natürlich alles. Also möglichst einfach nur drauf springen, direkt weiterspringen. Aber das war auch mal ein bisschen riskant. Das macht man eigentlich nicht, wenn man nur noch ein Ersatzleben hat. Hüp, hüp. Er macht ja eigentlich auch Geräusche, aber das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr eingestellt. Die ganzen drei Pakete da, die lassen wir mal. Oh Gott, das war knapp. Da noch rüber? Nee, macht doch gar keinen Sinn, oder? Ach, da muss ich doch längs. Oh nein, da hinten irgendwo ist das Ende. Ich sehe praktisch schon das Ende. Es ist in Reichweite. Oh Gott. Wer hat mich da schon im Abgrund gesehen? Sehe ich auf jeden Fall. Oh, Mr. Snowman. Mr. Snowman. Was ist denn sein Auftrag hier? Oh, was ist unser Auftrag überhaupt? Schnell weg. Auch hier. Oh nein, Leute. Erstmal den Checkpoint sichern. Snowmans. Die drehen ja gleich hier ein bisschen durch, aber schön weihnachtlich. Gefällt mir auch alles wesentlich besser als... Was ist da oben denn los? Als Happy Santa. Weil Happy Santa war tatsächlich überhaupt nicht happy. Aber kann natürlich auch sein, dass hier auch gleich wieder so eine Stelle kommt, die ich einfach nicht kann. Ah, guck mal, hier oben ist noch ein Leben. Da können wir wieder richtig auffüllen. Aber wie kommen wir denn hier so weiter? So, richtige Flugsprünge müssen wir hinlegen. So, dann jetzt mal hier runter. So, schnell wieder weg von der Stelle. Und dann einfach rundherum, wa? Komme ich da rüber? Ja, also das ist ja auch ein Paket. Nein, Leute, das Leben haben wir wieder verdattelt. Mist, sind wir hier wieder vor Mr. Snowman. Egal. So, wie geht's hier weiter? Da haben wir gleich einen Doppelsprung irgendwie. Da müssen wir gucken, dass wir zwischen den beiden Jungs einmal landen. Och nee, jetzt haben wir auch so schnell das... Ach Gottes Willen. Wir sind gleich Game Over. Hier mit dem Schneemann wollen wir nichts zu tun haben. Aber das ist nicht mehr weit eigentlich. Da hinten hüpfen nochmal so ein paar Schneemänner rum. Ich bin gerade eben nur ein bisschen zu weit zurückgelaufen. Das war auch echt wieder ein bisschen blöde. Ja, guck, und jetzt kommen diese Dinger, die uns irgendwie nach oben pusten. Ja, und das weiß ich noch gar nicht, wie es funktioniert. Ups. Game over. Bitte Namen eingeben. Fett. Weiterspielen. Ich spiele aber nochmal weiter, ne? Eine Runde machen wir noch. Ist ja Weihnachten. Ja, Weihnachts denn? Bei wem liegt Schnee? Ich glaube im Norden, weiß man es noch nicht, weil also, das ist natürlich wieder zwei Tage vorher aufnehmen, ungefähr drei Tage. Die Prognosen wechseln sich täglich ab. Mal heißt es, es gibt Schnee, mal heißt es, es gibt keinen Schnee. Also ich weiß noch nicht, ob heute Schnee liegt. Natürlich, wenn die Folge kommt hier. Oh nein, Leute. Bei sowas muss man ja gleich sagen, ne? Escape und neu laden. Ja, ich will ungern nochmal wieder komplett von vorne anfangen. Tipp, 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 tipp. Wir wollen noch hinten das extra Leben wieder kriegen. So, war. Ups. War doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich scheitere aber nachher wieder an diesen Luftdingern da, wo wir nach oben gepustet werden. So, zack. Rutschen wir hier nochmal hin. Ups. Und dann lieber wieder zurück. Dum, 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 dum. Das ist noch das Coolste, oder? Das Rückwärtsgehen hier. Oh nee, gegen dieses, also jetzt, ne, muss man anfangen, sich zurückzuhalten. Wir haben noch nicht mal den ersten Checkpoint gehabt. Ich bin schon zweimal draufgegangen. Klar, das eine extra Leben, was wir gekriegt haben. Ups. Leute, 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 Konzentration. Was ist denn hier los? Ob das
das war auch knapp. Und hier ist der Checkpoint. Da sind wir gerade eben nur ganz knapp dran gescheitert. So, wo er denn hin? Kommt er bis hier hin? Ja, die laufen alle komplett diese Spur. So, zack, noch ein paar Pakete mitnehmen. So, dann den hier. Faction. So, haben wir auch. Alles gut. So, Pakete, Pakete, Pakete. Oh nein, das war knapp. Oh, ich komme auch nicht zum Stehen auf dem Eis. Ich bin immer in Bewegung. Muss hier weg. So. Och, die wieder. Genau, einfach rüber, ne? So machen wir das. Hier sind wir jetzt wieder bei den Dingern, wo ich immer noch nicht genau weiß, wie es funktioniert. Einfach sich treiben lassen damit. Man braucht gar nicht selber springen. Oh Gott, da oben. Zwei Schneemänner und eine Menge Geschenke. Aber es macht nichts, es ist kein Eis hier. Da können wir einfach hinterherlaufen. Das ist easy. Nur so ein bisschen Zeit haben. Aber wir wollen ja möglichst viele Geschenke sammeln, damit wir möglichst viele Punkte kriegen. Oh oh. Oh nein. Ich dachte, ich kann so locker easy rückwärts rüberspringen. Letztes Leben. Und ihr seht, was hier los ist, ne? Ja, das war's. Och Mensch, das Level ist zu schwer für mich. Ist so traurig, oder? Weiterspielen. Naja, einen Versuch haben wir noch. So schnell gebe ich dann doch noch nicht auf. Das gefällt mir, wie gesagt, deutlich besser als Happy Santa. Ich denke, das wird kein Spiel sein, was wir in der Let's Play-Serie wiedersehen. Passt ja auch eher zu Weihnachten. Also natürlich nicht, wie ihr abstimmt. Ansonsten, ihr habt es ja gerade heute gesehen, sagt, oh ja, das will man unbedingt wiedersehen. Aber so im Vergleich zu Happy Santa, das ist ja schon deutlich besser, oder? So, Eis, Eis, Eis. Oh nein, ach, das gibt's auch nicht. Ist doch nicht besser, ne? Ach, Mist. Das Leben gleich wieder verballert. Es hat nur beim ersten Mal, glaube ich, so richtig gut geklappt. Das ist relativ häufig so bei Jump'n'Runs. Das erste Mal klappt man da so völlig unbedacht. Will man das ein zweites Mal machen, scheitert man einfach ständig. So, Pakete, Pakete, Pakete. Hier waren wir jetzt schon mehrmals. Ah, eins vergessen. Zack. Den Moonwalk. So, hier versuchen wir diesmal nicht wieder tot zu gehen hier vorne. Das war auch knapp, aber alle Geschenke gekriegt. Hier nicht, nicht so schlimm. Bing, bing. Oh nein, das war auch wieder so ein krasses Geschenk, was man hätte sich sparen können. So, hier verstanden wir schon häufiger. Ich bin so ungeduldig, ne? Aber es ist auch ein Jump'n'Run. Klar wird man im Jump'n'Run mal irgendwie ungeduldig. Also ich zumindest. Andere Leute mögen da die Ruhe weg haben. Das Ganze viel entspannter angehen. Kann ich nicht. So. Och, nee. Oh nein, jetzt wird er. Guck jetzt weg. Oh, was ein hektischer Kram hier. Das lasse ich unkommentiert, ne? Ihr habt es ja selber gesehen. Gott, Mist. Oh oh. Jetzt wird's eng hier, ne? Die machen sogar komische Geräusche. Oh nee, Alter.
Ist das denn im Ernst jetzt? Nehmen wir das Paket noch mit. Deswegen habe ich extra, gemacht. Jump, 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 jump und ach ja, sorry Leute, einfach so machen wir noch. Ansonsten ist hier auch Level 5, beim Happy Hunter war Level 4 Schluss, ne? Dann ist in Trouble Hunter Level 5 für mich Schluss. Klar, ich würde es irgendwann schaffen, aber das will ich euch ja auch nicht antun. Das geht ja echt auf die Nerven. Kriegt noch ewig graue Haare wahrscheinlich davon. Oder einfach jetzt nochmal so ein bisschen so easy going. Einfach nach dem Motto, ach komm, ist gar kein Stress, ist alles gut. Auch hier auf dieser Plattform ist alles völlig entspannt. So, und dann geht's hier weiter. Zack, zack. Zack. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Herrlich. Schön weihnachtlich und ach, gerade so geschafft. Und weiter jetzt. Zack. 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 Und zack. Hat's geschafft. So. Das Geschenk hat man gerade eben schon mitgenommen, weil diesmal schaffe ich das ja. Ach, egal. So, wo sind die ganzen Bekloppten hier? Zum Glück gerade eher auf dem... Oh nein, das ist doch nicht wahr. Meine Güte. Und jetzt sind sie wieder alle hier gerade so, dass ich nicht rüberspringen kann. Schmeiß die Maus weg. Und Punkt, Punkt, Punkt die Wand an, oder was? Ah, meine Güte. So, jetzt sind sie gerade wieder alle auf dem richtigen Weg. Und schon wieder nur noch zwei Leben. Bin ich so weit gekommen. Dieses eine Level hier müssen wir doch noch irgendwie meistern. Verschwinde, du Hässiger. Du auch. Und die kürzen wir einfach ab. Jetzt sind sie alle weg, jetzt haben wir Zeit. War gar nicht knapp. Dum, dum. Ach, wie schön. Oh, nee. Das glaubt doch auch kein Mensch. Ich war schon mal weiter, ne? Da muss man echt bei Jump and Runs einfach zwischendurch mal ein bisschen tief Luft holen, einatmen und einfach durchwaschen. So. Warum soll man das überhaupt mitnehmen, ne? Macht ja gar keinen Sinn. So, Happy Hunter. Happy Hunter war gestern, heute ist Hunter and Trouble. So. Guck mal, immerhin haben wir den nochmal erreicht. Dass wir das noch erleben dürfen. So, wo will er uns hinführen? Da oben irgendwo hin, ne? Da waren wir auch schon mal. Da gab es auch ein extra Leben. Aber ist mir egal. Oder? Nein, ist mir nicht egal. Das versuchen wir zu bekommen, ohne ein Leben zu verlieren. Hat beim letzten Mal ja auch nicht so gut funktioniert. Weil es irgendwie teilweise ein Stück zu hoch war nachher für uns. So. Jetzt verlieren wir das bei dem Sprung hier, wa? Ne, geschafft, sehr gut. So, die Kollegen hier vorne. Da warten wir jetzt kurz. Dann laufen wir dem hinterher. Aber Abstand halten. Oh, da kann ich nicht abkürzen. Aber hier kann man abkürzen über die Ecke. So, weiter geht's.
Aber hier waren wir auch schon länger nicht mehr. Einfach so treiben lassen. Gar kein Hektik aufkommen lassen. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ich gehe nochmal wieder oben zu den Schneemännern, oder? Weil das war leicht. Das war so leicht, dass man, wie man jetzt hier sieht, schon wieder dazu neigt, nicht einfach im Kreis zu laufen, sondern irgendwie quer zu schießen. So. Leute. Pakete, lassen wir Pakete sein. Da sind 2. Habe ich zu spät gesehen. Nein! 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 Ich glaub's nicht. Naja. Ist jetzt endlich Level 5. Da! Meine Güte. So, das Lied wirkt doch jetzt nochmal absolut beruhigend und hilft uns dabei, das Level hier auch zu schaffen. So, einfach mal. Jetzt sind die Pakete jetzt völlig egal. Punkte sind hier Schall und Rauch. Wir wollen natürlich die extra leben. Aber wir sammeln jetzt keine Pakete mehr. Dum, 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 dum. Ach ja, ist das schön. Ist das doch schön. Also eigentlich schon wieder 2 Level verschwendet. 2 Leben meine ich. 3 Leben. Yay! Ja, so machen wir es, ne? Jump'n'Run kennt ihr. Einfach mal, wenn man sinnlos schlecht war, einfach mal einen Graben Abgrund springen. Graben wollte ich schon sagen. Einfach einen Abgrund springen und von vorne anfangen. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir jetzt wieder 3 Leben haben. Mit ein bisschen Glück und Verstand. Das Lied wirkt überhaupt nicht beruhigend. Oh meine Güte, warum ist das so rutschig hier? Weil es Eis ist. Nicht aggressiv werden, nein, nicht aggressiv werden. Es ist aber schon wieder an dem Punkt, wo man aggressiv wird. Wahrscheinlich vom Zuschauen auch, oder? Was macht der denn da? Warum spielt er so schlecht? Das ist doch voll einfach. Macht es doch einfach auch mal selbst. Meine Güte. Ich kann's nicht. Ich will keine Pakete mehr. Behalte deine Pakete. Geschenke sind völlig überwertet. Das klang vor 10 Minuten noch anders, ne? Da hat man sich noch auf Geschenke gefreut. Jetzt brauchen wir keine Geschenke mehr. Ach Gottes Willen. Kann das denn wahr sein? Happy Hunter ist back. Ich habe den Checkpoint geschafft, wa? So, komm jetzt hier. Blöde Plattform. Nein! Das war auch fast gar nicht riskant. Jetzt haben wir nur noch 1 Leben. Jetzt haben wir überhaupt kein Leben mehr. Ich versuch's noch einmal. Endlosschleife Level 5. Also jetzt ist er tatsächlich hier in Trouble. Könnte Hilfe von Happy Hunter gebrauchen. Tschung, 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 tschung. So, das Lied ist aber ein bisschen ruhiger, ne? Jetzt machen wir das ganz entspannt, laufe ich hier rüber, springe hier. Verliere mit das erste Mal auf diesem Stück kein Leben. Das war knapp, fast hätte ich da auch eins gelassen. Pass auf diese blöden Feuerstellen, dass wir da nicht gegenkommen und uns verbrennen. Das war knapp. Aber reicht. Noch nicht gleich so. Ja, das kann nichts werden. Oh. Kürzen wir ab.
Alter Schwede. Jetzt nicht so ein albernen Krams hier. Ha. Easy going. Ich sag mal wieder nix. Das ist schon nicht gleich so, ne? So. Ist das Snowman? Du kannst uns auch nichts. Bist auch nicht so toll. So, Checkpoint. Ich spare mal die oben. Also wenn man die Anläufe vorgesehen hat, glaubt dann das doch auch gerade hier kein Mensch, oder? Das ist das Ende. Ohne Leben zu verlieren. Ich habe auch fast keine Pakete mitgenommen, nur 47. Aber dafür Rekordzeit. Und Rekordzeit bringt natürlich auch Rekordpunkte. Easy. Alleine 5300 Punkte hier in dem Level. Wegen unserer Supergeschwindigkeit. Oh, und wir sehen noch ein bisschen was Neues. Auch cool, dass ich euch noch was Neues zeigen kann. Wir sehen jetzt hier Krähen. Oh. Mal sehen. Da sind ja keine netten Gegner. Soll man denn das schaffen? Da muss man ja auf die Sekunde genau sein. So, wie macht man das? Da muss man nur durchlaufen oder was? Oder an der Seite vorbeispringen. Naja, wenn unter durchlaufen vermutlich. Ganz neuer Schwierigkeitsgrad hier. Oh, da drüben ist ein Leben, ne? Ne, ist nicht. Sah zuerst so aus, als wäre hier ein Leben. Für Pakete springe ich hier noch nicht rüber. Zurück. So. Oh nee. Da hätten wir auch irgendwie den anderen Weg nehmen müssen. Letztes Leben. Das hätten wir wieder fast bei den Krähen verloren, hier rüber. So, Mr. Oh, das wollte ich gerade sagen, das war ein bisschen blöd. Vielleicht sollte man auch gucken, wo man hinspringen, ne? So, den nehmen wir noch mit. Oh, gut, dass wir noch abgesprungen sind zwischendurch. Zack, zack. Oh nein, ich dachte, er springt in die Richtung weiter, aber es konnte ja gar nicht sein. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, Santa in Trouble ist vorbei. Die Abstimmung kann losgehen. Ergebnis senden, zurück zum Hauptmenü. Hier, die noch ein bisschen mehr Musikeffekte machen können, aber es ist jetzt auch nicht so viel. Neues Spiel, dann fange ich wieder bei Level 1 an. Da habe ich natürlich keine Lust. Aber liebe Leute, ich danke euch natürlich fürs Zuschauen. Hoffe, die ganze Adventsserie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr Bock habt, ne, hinterlasst ihr einen Kommentar, ein Like, Dislike, wie auch immer. Und nehmt dann an der anschließenden Abstimmung teil. Und im neuen Jahr sind wir denn klüger, welches Let's Play, welches Spiel aus der Adventsserie euch am besten gefallen hat. Bin mal gespannt. Ich habe so ein paar Favoriten, die ich vermute. Deswegen zeige ich natürlich auch nicht in dem Abstimmungsvideo, für welche Spiele sozusagen ich stimmen würde, um hier nicht ein Ergebnis zu verfälschen, sondern jeder soll seine eigene Meinung haben. Und dementsprechend vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wünsche euch ein schönes Fest. Und dann, ja, andere Let's Plays gibt es heute natürlich auch noch. Bis dann und tschüss.